Hey, mach mal wieder ein Video. Gleich vorab, das hat nichts mit dem Verein zu tun, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Letztendlich aber natürlich doch schon irgendwie was mit dem Verein. Ja, bin wieder mal am Gucken und dann kriege ich schon wieder eine Anfrage. Also ich finde es momentan echt schlimm. Ich muss mich dazu mal äußern, und ich mache es einfach mal für alle Vereine und alle, die eben Tiere aufnehmen etc. Mal ihr da draußen, meint ihr ernsthaft, man ist völlig verblödet? Ich meine, es ist volle Urlaubszeit und auf einmal kommen tausende von Anfragen. Hallo, ja, wir haben hier einen Hund, mit dem wären wir nicht fertig. Hallo, wir haben ein Kind gekriegt. Das sind alles wirklich, wirklich Texte, die wir kriegen, ja. Hallo, wir haben ein Kind gekriegt und wir sind damit total überfordert jetzt mit dem Hund und hallo, wir haben bei uns in der Familie auf plötzlich Allergien. Und hallo, bei uns, also unsere Oma ist hier gestorben. Und ihr könnt euch, also eigentlich jede schwachsinnige Ausrede, ich sage ja nicht, dass sie das alle sind, ja, die jetzt da irgendwie Ausreden irgendwie finden. Aber ich finde es merkwürdig, dass gerade zur Urlaubszeit so viel eben kommt. Ja, ja wer hier sich wundert, dass es übrigens so still gerade hier um mich war im Krankenhaus. Ich habe jetzt keine Gallenblase mehr. Ja, und dann, wie gesagt, also dann siehst du sowas und dann denkst du, das kann einfach nicht wahr sein. Ne? Und die Spendenlage ist dementsprechend natürlich genau andersrum. Ja? Da kommt so gut wie gar nichts. Ja? Also an die an uns gedacht haben, mal ein kurzer Danke. Ja? Wie gesagt, das ist ein persönliches Video, hat jetzt ja nichts mit dem Verein zu tun. Deswegen ist er auch auf meinem Kanal. Aber ich muss dem einfach mal, wieder ein Video eben, wollte ich mal gesagt haben. Ja. Ernsthaft, denkt ihr wirklich, wir sind völlig verblödet? Ich meine, warum ruft denn keiner an oder schreibt uns mal an und sagt, du, pass auf, wir wollen im Urlaub. Könntet ihr vielleicht unseren Hund mal 2 Wochen nehmen oder so, ja? Da wäre doch überhaupt kein Problem. Wäre doch in Ordnung, wenn wir den Platz haben, der Hund hier mit unseren klarkommt, ja, rein theoretisch hätten wir Platz, ja. Dann wäre das ja auch in Ordnung. Aber dieses ewige Abschieben, was macht ihr, wenn ihr mit euren Kindern, dann ist ja irgendwie so, irgendwie, oh, wir wollen jetzt in Urlaub oder sonst was und irgendwie braucht jemand jetzt gerade ein paar Kinder oder so. Was ist denn das immer, ja? Jedes Mal zur Urlaubszeit, ja? Ich meine, vorher war es nicht ganz so schlimm, weil da waren wir ja noch kein Verein, da kamen dann nur so mal private Anfragen. Aber jetzt so als Verein. Und ich habe schon richtig Angst, wir wollen jetzt ja mal wirklich eine Werbeoffensive starten, ja. Weil wir kurz vorm Aufheben sind, ja, weil kommt nichts rein, keine Spenden etc. ist einfach bescheiden, ja. Ja, wenn so viele Spenden kommen würden wie Anfragen, das wäre echt ein Knaller, ja. Aber wie gesagt, ja, jetzt habe ich schon wieder völlig den Faden verloren. Ja. Es regt mich einfach auf, ja. Ich meine, ich bin auch echt zufrieden, dass die Leute uns nicht sofort finden, weil sonst hätten wir wahrscheinlich schon 20 Hunde am Tor angebunden oder so, ja. Ich verstehe das nicht. Ist das so ein Problem so? Ist das so, heute haben wir Urlaub. Scheiße, stimmt, heute fliegen wir. Mensch, da hat doch keiner an den Hund gedacht. Ist das so? Oder ist das so, Schatz, wir wollen ja im Urlaub, im Sommer, wir haben jetzt Winter. Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo einen Platz finden, ob irgendwie Heinz, Maria oder Klaus Bärbel oder irgendjemand den Hund vielleicht nehmen könnte für 2 Wochen oder so. Was ist das? Wo, wenn ich dann jetzt andauernd sehe, hier wieder ausgesetzt, da ausgesetzt, hier ausgesetzt, ja, und dann so eine ganz tollen Leute, die dir dann irgendwo am Baum binden, bei 33, 36 Grad und mehr, ja. Das, was ich lieber liebend gerne sagen würde, was ich mit diesen Menschen gerne machen würde, kann ich ja leider nicht. Und das kriegt ja gleich wieder Hate Speech, ja. Nicht mal, Leute. Also das macht mich wahnsinnig, ja. Warum fällt immer diesen Leuten irgendwie zur Urlaubszeit ein, dass sie eine Allergie haben, dass sie mit ihrem Kind überfordert sind, dass der Hamsterbonat Omas Drachen humpelt oder sonst irgendwas, ja? Es geht mir so auf den Sack, ja. Ja. Wie sagt ihr, Knallköpfe da draußen, die dann irgendwie Fadenscheine, wie gesagt, die echte Probleme haben, gut, also,
Wenn wir euch helfen können, helfen wir euch. Machen wir ja auch. Also wenn wir dann die Möglichkeit haben, vielleicht, dass andere irgendwo helfen können, die einen Platz frei haben oder so, dann vermitteln wir ja auch was, ja. Aber diese ganzen Spinner, die irgendwie eigentlich nur ihr Tier einfach abschieben wollen, weil Urlaub oder passt mir einfach nicht mehr, ihr solltet euch echt alle im Grund und Boden schämen, ja. Es sind eure Kinder quasi, ja. Ich meine, ihr habt euch entschieden, ihr wisst, so ein Hund kann bis zu 15 Jahre leben. Es sind ja nicht nur Hunde, also wurde uns ja alle da angeboten. Also, es sind ja drei Hühner, ja. Aber die sind leider nicht gekommen, weil die hätte ich ja wirklich aufgenommen. Ne? Warum denn nicht? Warum ein paar Hühner haben meine Güte? Umso mehr Eier. Ja, aber wie gesagt, bevor ihr euch ein Tier anschafft, macht euch doch mal, setzt euch doch mal hin. Also ich meine, wir sind ja angeblich intelligente Wesen. Und dann können wir ja auch in Kausalketten denken. Und dann weiß ich, wenn ich ein Tier habe, dann kommt der Urlaub. Oder was ist, wenn ich jetzt, also das ist so, wisst ihr so, hey, ich bin 23, ich habe jetzt einen neuen Job gekriegt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und jetzt weiß ich nicht, was ich mit meinem Hund mache. Mit 23. Naja, klar, mit 23 kann man damit nicht rechnen, dass man nochmal wieder anfängt zu arbeiten, ja, oder dass man vielleicht Kinder kriegt. Kinder kriegen, ja. Es ist nervig, es ist einfach nervig. Und die Allergien, die immer ausbrechen. Boah, so viele Allergien, ja. Die haben auf immer alle Allergien. Jedes Mal. Das ist einfach nur geil, ja. Nee, also macht mich richtig, ja, ist ja mein Kanal, kann ich ja sagen, macht mich richtig pissig, ja. Da würde ich die gerne mal nehmen, so ding, 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 und kommst du wieder klar, ja, Hirn funktioniert. Das ist einfach unglaublich, ja. Ja. Also ich wüsste, dass der Hof hier momentan richtig brummen würde, wenn für jede Anfrage 50 Euro gekommen wäre. Puh, wir hätten hier keine Probleme, überhaupt nicht, ja. Dann hätten wir unseren Trecker schon längst fertig, ja. Stall hätte ich schon längst fertig, dann hätte ich nämlich mir jemand holen können, der dann irgendwie für mich das baut, ja. Weil ich fahre ja natürlich noch Wochen aus, darf ja nichts machen. Naja, das wollte ich einfach mal loswerden, ja. Ich wollte es einfach mal loswerden, ja. Liebe Leute, wenn ihr uns anschreibt, dann lasst euch wirklich was sehr Intelligentes einfallen, ja. Weil ich bin definitiv nicht auf den Kopf gefallen, ja. Und wenn ich diese total beknackten, wiederholen sich ja immer wieder, das ist so Schleife, ja. Wenn ich dann immer die gleichen Texte lese, irgendwann ist so, oh Mann, ey, boah, das kann doch gar nicht wahr sein. Lasst euch doch mal was Neues einfallen. Seid doch mal kreativ, ja, wenigstens. Ja. Naja. Okay, Leute, wollte ich einfach mal loswerden. Ich musste das einfach mal sagen. Ich brauchte das jetzt für mich, ja. Es ist grausam, ja. Peace.